So, dann machen wir hier. Machen wir das hier alles weg. Super. Hier traue ich mich nicht, weil sonst falle ich in die Lava und dann haben wir unsere Sachen nicht mehr und dann ist alles kaputt. Aber egal, machen wir trotzdem mal hier. Oh. Oh, das war jetzt nicht gut. Habe ich nicht aufgepasst. Okay, wir lassen hier so ein Stück offen. Man hier raus kann, genau. Und dann kann man das hier getrost weiterführen. Machen wir das so, genau. Wir müssen aber hier noch eine Tür das so reinbauen, damit die Zombies nicht hochkommen. Eigentlich könnte ich doch die Fläche von hier aus schon vielleicht hier komplett drüber ziehen. Cool, dann haben wir hier schon mal direkt diese Grasfläche. Jetzt ist die Frage, ist es mehr Nacht oder mehr Tag? Und vor allem muss ich das auch mal einstellen und gucken, wie das geht nochmal mit den Dayblooms, weil die decayen ja, wenn du auf dem Server spielst und alleine auch. Und das will ich nicht. Weil, ne, wenn man schon Mana produziert, möchte man ja auch das volle Mana haben. Geh weg, Spinne! Stirb! So, dann mach mal ein bisschen weiter mit der Musik. Weil die Musik schläft mir ja ein, ey. Ich schlafe ja jetzt schon fast ein. Wir haben keine Erde mehr, das ist scheiße. So, ich guck mal, dass ich ein paar Setzlinge krieg. Jawohl, zwei Stück. Drei Stück. Den Baum können wir dann auch wieder neu pflanzen, das ist kein Ding, weil ich möchte nur den erstmal vermehren und dann lasse ich die Bäume später stehen. Also es gibt ja Dekobäume und Bäume, von denen man Holz nehmen kann. Aber jetzt haben wir vier Stück. Das ist schon mal super und dann können wir hergehen. Oh je. Erstmal ein bisschen umsetzen. Hier, mein ganzer Hintern ist eingeschlafen. Dann haben wir hier unser erstes Holz rausgeholt. Und das können wir auch schon zumachen hier. Dann holen wir uns hier noch den Rest Erde. Ausladen können wir auch ein bisschen. So, und bevor wir echt Plutonia anfangen, möchte ich halt eben diese Fläche haben. Was bringt das denn, wenn wir anfangen mit Plutonia und haben keinen Platz? Dann baue ich das auf und dann, ne, will ich dann doch woanders hinbauen und dann muss ich nicht alles doppelt und dreifach machen, sondern mache ich mir erstmal richtig viel Arbeit und dann kann ich das schön sauber aufbauen. So, heute haben wir. Wie ist der denn hochgekommen? Wie ist denn der hochgekommen, der Zombie? Ach, von da hinten. Gut, dann muss man das hier auch noch wegmachen. Dass nun auch wirklich kein Zombie mehr hochkommen kann. Aber wir kommen ja immer näher in. Zur Monsterfalle hin. Aber die Monsterfalle werde ich, glaube ich, auch irgendwann mal abreißen, wenn es eine bessere Möglichkeit gibt, Monster zu spawnen. So, jede Erde zählt, deswegen.
Ah, ich vergesse langsam ein bisschen was zu essen, aber nicht schlimm. Also ich merke schon, wir brauchen mehr Fackeln. Wir kommen da nicht drum herum. Weil hier ist schon wieder Ende im Gelände. Okay, ich sollte lieber. Sollte erstmal lieber die eine Fläche hier fertig machen, die von hier rüber. Ach, da kommen die her. Ach, da kommen die her. Na gut, dann mache ich das mit Crackstone zu. Dann kann nämlich gar nichts mehr. Aber hier kommen die sowieso nicht hoch. Bin die eh vergessen. So, erstmal was. Und jetzt muss ich langsam mal was trinken, weil jetzt wird mein Maul so pappig. Also es wird echt cool werden, denke ich mal, mit der Botania-Pflanzen. Mit der Botania-Pflanze. Und die Hydrogenas ist halt cool, weil du kannst eine unendliche Wasserquelle machen. Die trinkt dann Wasser. Aber wie das genau funktioniert, zeige ich euch ein andermal. Oder halt später. Später im Fall von nächster Folge oder übernächste Folge. Also ich glaube, das reicht nicht mehr, der Dreck. Wir haben uns nicht genug Dreck geholt. So, dass das hier erstmal zu ist, das ist schon mal gut. Da fehlt auch eine Fackel. Können wir die hier wegmachen und dann in dem Fall dann hier hinsetzen. Ach, die Dreckschweine kommen ja auch hoch, habe ich ganz vergessen. Ja, wie machen wir das dann? Dann machen wir das dann so und dann machen wir das hier dann auch zu. Gut, dann machen wir das halt eben so und dann haben wir so eine Markierung, ja, da geht's runter. Aber wir haben nur noch 5 Dreck. Aber ist egal. Wir können ja hier den Dreck rausholen. Dann haben wir wieder einen mehr. Super. So stelle ich mir das vor. Das wird hier sowieso die Botania-Fläche. So, wir brauchen einen Mana-Pool. Und zwar ist der Baum auch leider weg. Aber mal gucken. So, wie mache ich das am besten? Ich setze hier einen Mana-Pool hin. Dann setze ich die in Karo-Blöcken auf. Zum Beispiel so. Dann setze ich die Dayblumen so hin. Auch wie eine Karo. Und die produzieren jetzt Mana. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt funktioniert. Genau, das setze ich da drauf. Genau. Die sind noch nicht verbunden, die Blumen. Und zwar. Verbinde ich die jetzt erstmal. Mit dem Mana Spreader. Eigentlich hätte ich das direkt schon mal so machen können. Müssen wir schon mal Mana produzieren. Dann machen wir das so. Die auch noch. Ich brauche mehr Spreader. Aber für den Anfang reicht das schon mal, weil man muss ja nicht übertreiben. Die Nightshade arbeitet nur nachts, die Dayblume nur tagsüber. Und die produziert dann auch Mana. Und wir haben unser erstes Mana. Nice.
erstmal so stehen, damit man ein schönes Bildchen machen kann. Ich habe mir überlegt, dass wir die dann, sag ich mal, die Produktion von dem Zeug machen wir hier hinten dran. Eignet sich perfekt, weil dann kann man dann hierhin. Ne, das geht nicht, sondern muss es hierhin machen. 1, 2, dann so. 1, 2, dann hier. Genau, dann haben wir hier die perfekte Fläche. Ja, und dann produzieren wir schon Mana. Cool. Das freut mich, das freut mich. So, wir haben jetzt den Mana Pool fertig. Ach genau, jetzt können wir uns noch mehr Dayblooms holen. Und die zwei Hydroaeganes. Oder wie heißen die? Hydroaegeas heißen die. Dann machen wir hier noch auch so ein Schachbrettmuster. Ich weiß jetzt nicht, wie die Reichweite ist. Dann gehe ich mal davon aus, dass das so passt. Und dann können wir die auch noch binden. Ach, die sind schon gebindet. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass die ganzen Dayblooms verschwinden. Das wäre ja richtig beschissen dann. Aber die haben sich schon automatisch gebindet. Das heißt, ein Spreader auf Mana Pool schießt, dann produziert der Mana, aber der Baum muss echt weg, leider. Okay. Es gibt noch Leben auf dieser Welt. Und das sind so die Millionaire Villager.